auch Aufgabengebiete der Bundeswehr mit ein. Es ist heute selbstverständlich, dass französische und deutsche Soldatinnen und Soldaten mit den europäischen und transatlantischen Bündnispartnern zusammenarbeiten. Wenn ich sage, dass Deutschland immer mehr globale Verantwortung übernommen hat, meine ich auch Auslandseinsätze, die über UN-Mandate völkerrechtlich legitimiert sind. Unsere Soldatinnen und Soldaten wird in diesen Einsätzen enormes abverlangt. In derzeit 15 nennenswerten Auslandseinsätzen versuchen die Soldatinnen und Soldaten, Frieden und Menschenrechte zu sichern, um ein ziviles Leben dort wieder zu ermöglichen. In vielen Fällen scheint aber der Erfolg der Mission nicht in greifbarer Nähe zu liegen. Aber das ist kein Versagen der Soldatinnen und Soldaten, kein Versagen der Bundeswehr. Diesbezüglich muss die Politik die Verantwortung übernehmen, denn die Bundeswehr untersteht als Parlamentsheer, Armee, dem Deutschen Bundestag und folgt somit politischen Vorgaben. Ich bin glücklich, in einem Land zu leben, in dem sich nach wie vor junge Menschen wie Sie finden, die sich für unsere Gemeinschaft einbringen und die sich durch ihren Dienst zum Erfolg und positiven Wirken der Bundesrepublik Deutschland beitragen. Es muss das Ziel aller Politikerinnen und Politiker sein, dass all denjenigen, die sich für die Gemeinschaft einbringen, sei es Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Polizistinnen und Polizisten, aber auch gerade Soldatinnen und Soldaten, der notwendige Respekt und die erforderliche Anerkennung entgegengebracht wird. Sicherheit und Frieden sind auch nach 70 Jahren friedlicher Entwicklung in Deutschland und der Europäischen Union weder selbstverständlich noch kostenlos zu haben. Und wenn wir uns in der Welt umsehen, stellen wir fest, dass diese an vielen Stellen diese Erde nicht gewährleistet sind und auch zur Bedrohung für Anrainerstaaten und darüber hinaus werden. Ich bin in der ehemaligen DDR als Kind einer kirchlich engagierten, friedensbewegten Familie aufgewachsen. Ich habe als Wehrdienstverweigerer und Zivildienstleistender lange darüber nachgedacht, wie Frieden in der Welt geschaffen werden kann. Als Pazifist bin ich heute der Überzeugung, dass im Kalten Krieg bis Ende der 80er Jahre, den wir in Deutschland und Europa Gott sei Dank mutig und friedlich überwunden haben, das Motto Frieden schaffen ohne Waffen nach wie vor die richtige Antwort ist. Doch die Zeiten ändern sich. Kurz nach dem Ende des Kalten Kriegs gab es in Ruanda und Jugoslawien neue fürchterliche Bürgerkriege, wo Menschen durch von Rassisten aufgeheizte fanatische Krieger brutal und systematisch ermordet wurden. Damals wären andere Antworten notwendig gewesen, aber sie kamen nicht. Wir Europäerinnen und Europäer und die in der UN versammelte Weltgemeinschaft blieben damals Außenstehende, wir ließen es bei Appellen. Wir handelten nicht oder wir ließen die UN-Truppen ohne robustes Mandat auf verlorenen Posten zurück. Ein schreckliches Beispiel ist das Versagen des Blauhelm-Einsatzes 1995 in Srebrenica. Die Blauhelme mussten zuschauen, wie über 8000 Jungs und Männer in Bussen abtransportiert wurden und später durch Erschießen allesamt getötet wurden. Anfang der 90er Jahre war ich noch zu jung, um das zu verstehen. Jahre später, als ich gerade 18 geworden war, beeindruckte und verwirrte mich im Fernsehen die Rede des damaligen Bundesaußenministers Joschka Fischer auf dem Grünen Parteitag in Bielefeld. Aus einer Haltung für Menschenrechte gegen Barbarei, Höhenschutz bedrohter Volksgruppen gegen Neofaschismus und ethnische Säuberungen, argumentierte er mit Leidenschaft und explizit als friedensbewegter Mensch für den NATO-Militäreinsatz in Kosovo. Nie wieder sollte so etwas wie Srebrenica geschehen. Im Kosovo ist das Leben heute noch alles andere als einfach. Und es blieb nicht aus, dass bei diesem NATO-Einsatz auch Fehler passierten. Aber ich bin davon überzeugt. Dieser Militäreinsatz hat im Kosovo ein zweites Bosnien verhindert und das Leben vieler Menschen gerettet. Ich will mir nicht ausdenken, welches Gräuel 2012 in Mali passiert wäre, wenn nicht unter französischer Führung die islamistischen Putschisten zurückgeschlagen worden wären. Und wie sähe Mali heute aus, wenn die Bundeswehr nicht durch ein robustes Mandat den Frieden sichern würde? Das bringt es auf den Punkt, warum ich meine, dass wir die Bundeswehr auch heute dringend brauchen. Frieden, Sicherheit und Demokratie müssen ständig gepflegt und abgesichert werden. Und Sie haben sich entschieden, Ihren Beitrag dafür durch Ihren Dienst bei der Bundeswehr zu leisten. Verehrte Rekrutinnen und Rekruten,
Denken Sie stets daran. Sie sind Staatsbürgerinnen und Staatsbürger unseres demokratischen Rechtsstaats, auch in Uniform. Die innere Führung der Bundeswehr baut auf verantwortungsbewusste Soldatinnen und Soldaten, die ihren Verstand einsetzen und eben nicht blinde Befehlsempfänger sind. Widerstehen Sie daher auch Vereinnahmungsversuchen von Nationalisten, Chauvinisten und Rassisten. Haben Sie auch im Dienst den Mut zu widersprechen, wenn Personen in Ihrem Umfeld unsere Werte von Demokratie und Menschenrechten verächtlich machen. Ich danke Ihnen, dass Sie mit Ihrem Gelöbnis heute einen wichtigen Schritt gehen, für Ihre eigene Entwicklung, aber auch und vor allem für Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alle Missionen, die Sie in Ihrer Laufzeit absolvieren werden, gesund und sicher überstehen und im Dienste von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden durchlaufen werden. Ich danke Ihnen.